Du hast empfindliche Augen und kannst dir deswegen nicht täglich die Wimpern mit Mascara tuschen? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, weil du trotzdem Make-up tragen möchtest. Unter meinem letzten Video hatte ich nämlich einen Kommentar von euch, und zwar lese ich euch den jetzt einfach mal vor. Und zwar hieß es da: Magst du vielleicht mal ein Video versuchen, in dem du zeigst, wie ein Make-up auch ohne künstliche Wimpern und Mascara gut aussieht? Ich habe empfindliche Augen und verzichte daher oft und gerne auf Wimperntusche. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wie man Make-up machen kann, das ohne Wimpern und Mascara trotzdem gut aussieht. Also ich habe mehrere Optionen für euch. Und falls dich jetzt interessiert, was für Optionen ich mir ausgedacht habe, dann bleib dran. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video. Im Groben gibt es jetzt zwei Optionen, die man hat, wenn man die Wimpern nicht tuschen möchte. Entweder man legt den Fokus trotzdem auf die Augen und schminkt eben ein Augen-Make-up angepasst an die Situation. Oder man legt den Fokus auf die Lippen. Das hatte ich euch auch in einem meiner letzten Videos schon erklärt, wo es darum ging, wie man perfekte rote Lippen ziehen kann. Ich verlinke euch das nochmal auf dem i. Und ja, das ist auch schon die eine Option. Schminkt einfach eure Augen überhaupt gar nicht und legt den Fokus auf die Lippen. Da bieten sich knallige Farben an, dunkle Farben, aber theoretisch könnt ihr auch rosa oder ja, Nude-Farben nehmen. Ich würde aber schon darauf achten, wenn es besonders frisch aussehen soll, dass ich einen Lippenkonturenstift wähle, der ja sich von meiner eigenen Hautfarbe sehr unterscheidet. Sonst seht ihr wahrscheinlich eher krank aus, wenn ihr eure Lippenfarbe zu hell wählt in eurem eigenen Hautton oder so. Setzt da also unbedingt auf gute Kontraste. Macht zum Beispiel eine dunkle Lippenkontur und setzt in der Mitte einen hellen Lippenstift, so einen Ombre-Effekt hin. Oder ihr nehmt einfach knallige Farben und dann sieht das wunderbar aus. Auf den Lippen könnt ihr euch natürlich in jeglichen Varianten austoben. Alle anderen Varianten, die ich euch jetzt noch im Video zeige, beziehen sich allerdings auf das Augen-Make-up, wo ich einfach verschiedene Varianten an Augen-Make-up geschminkt habe, die ohne Mascara trotzdem gut aussehen. Und die erste Variante ist sehr subtil, falls ihr zum einen wenig Zeit habt und zum anderen nicht wollt, dass man das so besonders sieht, dass ihr Make-up tragt, aber trotzdem den Fokus irgendwie so ein bisschen auf die Augen legen wollt. Dann kann ich euch den Tipp geben, betont mal mit einem neutralen Braunton den inneren Bereich eurer Augen Richtung Nase hin. Das lenkt den Blick so ein bisschen Richtung Augen, weil es ein bisschen dramatischer aussieht in dem Bereich. Aber man weiß gar nicht so genau, warum man eigentlich da hinguckt, weil es ist sehr subtil. Es sieht wirklich einfach nur aus wie ein Schatten. Ich hoffe, man kann es anhand der Videos gut erkennen, wie das Placement der Lidschatten ist. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr das extrem gut ausblendet, damit man da keine harten Kanten sieht und dieser Schatteneffekt gut zur Geltung kommt. Natürlich könnt ihr auch einfach ein sehr schlichtes Augen-Make-up schminken, indem ihr eure Lidfalte betont. Da könnt ihr entweder auch einfach einen hellen, neutralen Braunton nehmen und tragt ihr eine Lidfalte auf, blendet ihn richtig schön aus. Oder aber ihr dunkelt die nochmal so ein bisschen ab, je nachdem, wie dunkel ihr es eben mögt. Und auch das lenkt den Blick sehr schön auf die Augen. Die sehen dadurch sehr definiert aus und die Form ist quasi herausgearbeitet durch den Lidschatten. Man sieht also schon, dass ihr geschminkt seid, aber es ist jetzt auch nicht so super auffällig. Ein bisschen auffälliger, aber je nachdem, wie hell oder dunkel man es macht, trotzdem noch einigermaßen natürlich, wäre zum Beispiel ein Smoky Eye. Smoky Eyes müssen nicht unbedingt schwarz sein, ihr könnt dafür zum Beispiel auch braune Lidschatten benutzen. Eigentlich könnt ihr dafür jede Farbe benutzen, die ihr möchtet. Und ich finde, mit dem braunen Lidschatten wirkt es so ein bisschen, ja, rauchig und so ein bisschen sexy vielleicht auch, aber der Fokus liegt halt auch wieder klar auf den Augen. Und ich finde einfach generell, so ein Smoky Eye geht immer und dieses geht auch wunderbar ohne Wimperntusche. Ein schwarzes Smoky Eye könnte vielleicht sogar eher schwierig werden, weil je nachdem, wie hell eure Wimpern sind, bleiben die noch sichtbar. Also ist es vielleicht sogar sinnvoller, eher so in die braune Richtung zu gehen und das Smoky Eye ein bisschen heller zu lassen. Falls eure Augen das zulassen und es euch möglich ist, einen Liner auf der Wasserlinie zu tragen, könnt ihr dieses Smoky Eye zum Beispiel auch noch aufpeppen. Also eine Variante, wie man es immer aufpeppen kann, ist eine Farbe zum Beispiel auch in den inneren Augenwinkel zu geben. Aber ihr könnt zum Beispiel auch einen farbigen Liner auf die Wasserlinie geben. Wie gesagt, das kommt jetzt voll drauf an, ob eure Augen wirklich so empfindlich sind, dass das nicht mehr geht. Wenn es aber geht, kann ich das als Variante sehr empfehlen. Finde ich sehr hübsch. Auch das nächste Augen-Make-up hängt davon ab, wie tolerant eure Augen mit Liner auf der Wasserlinie sind. Ihr könnt zum Beispiel als Augen-Make-up auch einfach nur einen Liner tragen. War früher vielleicht mal so ein bisschen Trend. Ich finde es eigentlich auch einen ganz coolen Look. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache, ob euch das gefällt. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Was mit Braun und Schwarz geht als Smoky Eye, geht natürlich auch mit Farbe, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich trage es auch jetzt gerade, ich habe einfach ein rosanes Smoky Eye geschminkt. Das könnt ihr zum Beispiel auch mit Gelb machen, sieht zu blauen Augen richtig gut aus. Oder mit Lila, das sieht zum Beispiel zu braunen Augen richtig, richtig schön aus. Ja, probiert euch einfach ein bisschen aus, mit welcher Farbe ihr euch noch wohlfühlt und mit welcher eben nicht mehr. Ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde,
das kann sich auch sehen lassen, auch ohne Mascara. Und als letzte Variante habe ich noch eine etwas nervige Lidschattenvariante. Und zwar könnt ihr auch zum Beispiel einfach loses Glitzer auf dem Auge tragen. Sieht natürlich super spannend aus durch die ganzen funkelnden Effekte, aber kann auch so ein bisschen schwierig sein, je nachdem wie bröselig euer Glitzer ist, ob der in die Augen reinfällt. Das kann ich euch bei empfindlichen Augen vielleicht eher nicht so empfehlen. Da müsst ihr mal gucken, was für ein Glitzer da funktionieren könnte. Ich mag ganz gerne diejenigen, die schon in einem Gel drin sind, dass sie beim Auftragen auch gar nicht erst bröseln, sondern da bleiben, wo sie sein sollen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche der Varianten euch am besten gefallen hat und welche ihr euch vorstellen könnt, selber nachzuschminken. Ich glaube, mein Favorit ist das Smoky Eye mit dem bunten Liner. Das ist irgendwie klassisch, aber hat auch ein bisschen was Besonderes. Grundsätzlich könnt ihr natürlich jedes Augen-Make-up ohne Mascara und ohne Wimpern tragen. Das ist totale Geschmackssache, wie ihr das mögt und was euch gefällt. Und ich hoffe, es war einfach was für euch dabei in diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren meiner Videos zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch noch hier oben rechts eins meiner Videos, in dem es generell um das Thema Smoky Eyes in Braun, also natürliche Smoky Eyes geht. Schaut da gerne mal vorbei. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!